Ni hao. Was ist hier los? Auf geht's, ab geht's. Oh, puff. Ich bin auf dem Weg. Oh. So. Ach, ich wollte vorhin eigentlich noch die Polizei rufen. Ja. Ich eigentlich direkt auch schon. Nein, vielleicht nicht. So, hier ist die Küche. Jetzt will ich wieder raus. Oh, jetzt fällt das hier. Ganz von alleine, weil die Wohnung ist undicht. So, diesmal nehme ich direkt mein Geld mit. Ich sehe es doch hier. Ich weiß doch, dass es da ist. Hier. Ich diesmal in die andere Richtung. Nee, der ist... Nee. Ich hätte ja auch nicht aussteigen können hier inzwischen, ne? Ich könnte versuchen, auf dem Rückweg, also wenn ich das Geld holen gehe, dass ich laufe. Hallo? Ja. So viel schneller läuft er jetzt auch nicht, oder? Ein bisschen, ne? Ich gehe erst hier. Hallo. Kennen wir uns? Nee. Perhaps, ja. Vielleicht hast du recht. Aber du siehst trotzdem mir bekannt aus. Muss ich mich vertan haben. In meinem Alter passiert das schon mal. Sei vorsichtig da draußen. Warum vorsichtig? Ja, hast du die Zeitung nicht gelesen? Ja, dann solltest du alleine da nicht sein. Ja, hier im Wald ist gut. Ja, da ist alles so peaceful und, ne? Oh, ich schweife schon wieder ab. Ja, denk einfach nicht drüber nach. So, gibt es hier jetzt noch irgendetwas, was ich vielleicht vorhin hätte übersehen haben können, abgesehen von dem Katzenflyer? Der Kerl ist noch nicht da. So, diesmal... Kann ich mit dir von hier aus auch sprechen? Hallo? Nein. Ja, nix. Ja, gut, dann. Ich habe mein Geld vergessen, dann gehe ich das nochmal holen. Ja, ist ja kein Problem. Auch. Aber wie ist der? Ach so, ich wollte ja laufen, scheiße. Aber wie ist der so schnell hier hingerannt? La, 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 la. Und uff. Aussteigen wir da? Ich habe einfach mal die Tür aufgelassen. Also, hat ja nichts.
Da ist noch Geld drin, ja, das macht auch Sinn. Kann ich eigentlich da jetzt hinlaufen? Will ich das testen? Sollte ich das testen? Oh, vielen Dank, dass du mich aufgehalten hast, bevor es dann doch nicht funktioniert hätte. Er hat gesagt, er will nicht laufen. Gut, dann cruisen wir mal schnell hin. Was sagt denn dieser komische Kerl eigentlich? So, da ist er. Da! Okay. Wo bin ich hier? Ich kann auch nicht aussteigen, ne? Ups. Erzählt er irgendwas Wichtiges? Glaub nicht, ne? Irgendwo geht's bestimmt auch zu dem Kerl aus dem Wald. Not parked? Parked. Jetzt zurücklaufen. Zumindest irgendwie ein Stück. Nein. Ich soll mal ein bisschen hier die Grenzen austesten. Aber warum? Oh. Ach, ich habe ja jetzt Geld. Ex-Partner. Hallo? Schwer atmen. Also, wir rufen gerade unsere Ex-Freundin an. Schwer atmen oder einfach sagen, ich bin's, ja, ich bin's. Was zur Hölle willst du? Ich kann nicht schlafen. Ich dachte, wir könnten vielleicht reden. Wessen Nummer ist denn das? Hä? Hast du gehört, was ich gesagt habe? Ich habe eine, die kann meine Nummer sehen. Hast du ein neues Telefon? Hörst du mir zu? Ich will nicht mit dir reden. Muss ich die Nummer einfach auch blockieren? Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Können wir nicht versuchen? Können wir es nicht nochmal versuchen und einfach weitermachen? Ja, ja, da du schon wieder, du spielst es wieder runter. Kleiner Fehler. Don't put your friend in... ein kleiner Fehler bringt deinen Freund nicht ins Krankenhaus. They don't cost me a small fortune to fix. They don't cost me a small... Das kostet mich nicht einen kleinen Gefallen, um das wieder zu fixen? Aber was heißt das? Ich werde das Geld nie wiedersehen, oder? Natürlich nicht. Du hast mit etwas Gefährlichem rumgespielt. Ich bin nicht überrascht, dass sie dich aus dem Haus geschmissen haben. You only have yourself, du musst, kannst nur dir selbst die Schuld geben. Ich werde weitermachen und das solltest du auch. Na. Okay, um die Polizei anzurufen, habe ich wieder keinen Grund. Ob ich jetzt noch genug Geld habe, um mein Essen zu bezahlen? Stimmt irgendwas nicht? Ja, hier. Ja. Dein Freund, mein Freund? Ich habe keinen Freund. Ja, da hat dein Essen. Ja, aber das wollte ich ja gar nicht. Und hier, aber ich wollte doch jetzt... Ja, okay, wir machen den Nummer 9. Ich verstehe es überhaupt nicht. Hier, Entschuldigung für die Verwechslung. Hier ist dein Essen. Ja, gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Dankeschön. Tüte war nicht mehr drin, ja? Gute Nacht. Das Gleiche?
Ja, ich würde schon. Hier war ich vorhin das letzte Mal. Irgendwas muss es hier doch. Das ist der Küchenchef. So, kann ich den hier sehen? Kann ich mich ducken? Macht er das auch ordentlich? Sehr cool. Swing kann ich hier. Okay, bis da. Nix. Ja, von wegen 20 Minuten. Kann ich jetzt die. Okay. Nein, okay. Jetzt kriegen wir wieder den Reis aufs Auto. Und dann rufe ich aber die Polizei. Oh nee, und ich wette, dann sagt er zu Hause, oh, meine Telefonleitung funktioniert nicht. Und dann müssen wir nämlich wieder zurückfahren. Nämlich bestimmt dann in dem Payphone, was aber jetzt nicht mehr geht, weil ich meine Freundin angerufen habe. Ja, komm, ist doch egal. Arschkeks. Ja. Ja, ich glaube das nicht. Was ist das denn für eine Scheiße? Ja, ich glaube, ich fahr mal langsam irgendwie nach Hause und. Wenn ich nicht nach Hause fahre. Was auch immer er da im Radio erzählt. So. Was ist hier Notfall? Jemand hat frittierten Eierreis auf mein Auto geworfen. Entschuldigung. Frittierter Reis, mein Auto. Ist das ein Scherzanruf? Nein! Jemand hat das auf mein Auto geworfen. Ich hätte tot sein können. Bist du immer noch am Tatort? Sind sie? Nee, ich bin nach Hause gefahren, um meinen frittierten Reis zu essen. Das die missbräuchliche Benutzung von der Notfallnummer kostet 100 Pfund. Bitte verschwende nicht unsere Zeit. Ja, aber hallo? Ja gut, es klingt echt ein bisschen. Ich habe einen Grund, sag ich jetzt meiner Mama Bescheid. Hallo? Hallo, ich bin's. Ich kann nicht schlafen. Jetzt erzählen die mir dasselbe. Ja, erzählt leider wieder dasselbe. Okay, aber da hat jemand. Ich jetzt aber nicht dran gehen. Gehen jetzt immer noch. Ja, okay. Ja, hier ist gratis und so, ne? Willst du kommen und das holen? Hallo? Er hat aufgelegt. Soll ich jetzt meinen Reis essen oder soll ich dahin fahren? Ja, dann fahren wir halt da nochmal hin. Ich sollte mit dem Auto nicht so
Er läuft zu Fuß. Jetzt läufst du zu Fuß. Aber, hä? Hä? In die andere Richtung oder was? Wieso muss ich jetzt in die... Guess I'm walking, aber ich darf ja nicht walken. Ich nicht verstehen so ganz. Esse ich vor den Reis? Go to the takeaway. Ich habe noch nicht gegessen. Ich kann noch nicht. Oh, ich kann trotzdem versuchen zu schlafen. Nee. Wir. Gott, wenn der da jetzt gestanden hätte. Ich soll zu dem Takeaway gehen. Was ist denn das dann? Ah, okay. Es gibt einen Fuß. Hätte ich da am Anfang auch langlaufen können? Das soll zu dem China-Restaurant führen. Lass mich in Ruhe. Das ist ja da voll die Abkürzung. Ah. Um Gottes Willen. Hä? Ich kann hier noch rein? Ist tatsächlich ein Bier. Wo ist mein Keks? Sind damit beschäftigt, sauber zu machen. Bitte nimm deinen Drink und geh. Ich möchte mich bedanken. Als Dank lasse ich auch eure Türe auf. Ich wollte gerade sagen, wo ist mein Auto? Aber. Kann ich jetzt bitte die Polizei anrufen? Ja. Polizei anrufen sollte umsonst sein. Ich weiß den Weg gerade nicht mehr. Was hier? Gott. Der Heini ist doch jetzt auch noch hier. Ich möchte da nicht lange. Kann ich nicht einfach auf der Straße gehen? Dieser Weg macht überhaupt keinen Sinn. Und diese Taschenlampe macht auch überhaupt keinen Sinn. Ich dachte gerade, ich höre Schritte, es war meine. Wie ist der Keks hier gekommen? Ja, öffne ihn mal. Natürlich. Der Keks sagt, geh ins Licht. Wer hat denn das Radio angemacht? Ich kann das Licht nicht anmachen. Wo ist er denn? Hat er meinen Reis gegessen? Alter! Alter, Alter, wie mich erschreckt jetzt. In eine Falle geraten. The strange man stabbed you multiple. Der fremde Mann hat dich mehrfach abgestochen. Verwirrt, aber immer noch am Leben. You observed him smiling as he watched the life. Ja, der hat uns sehr krank beobachtet und gelächelt. Und wie das Leben unseren Körper entschwunden ist. He stayed with you until you finally ist bei uns geblieben, bis wir endlich gestorben sind. Ermordet für nichts. But his sick amusement. He was never, er wurde nie gestoppt. Ja, super. Police found the
take away stuff that the next day. Oh, die Verkäuferin da im Restaurant ist auch tot. Die Polizei hat die am nächsten Tag gefunden. Brutal ermordet. Reviewing the CCTV led them to you. Und wegen der Kamera im Restaurant sind sie dann auf uns gekommen. They found your blood all over your home. Mein Gott, das Blut überall in unserer Wohnung. It didn't take them long to find your body stuffed inside your fridge. Wir waren im Kühlschrank und eingerieben mit frittiertem Eierreis. Okay. Jetzt habe ich hier zwei Enden. Ich probiere mal. Loading, loading, loading. Einfach wieder schlafen zu gehen. Ich bin so hungrig. Ich sollte was zu essen holen. Nee, nee. Ich habe ja jetzt noch nicht gegessen. Ja, wir versuchen trotzdem zu schlafen. Schlaflose Nacht. Du hast versucht, wieder zu schlafen, ohne was zu essen. But just tossed and turned over, hast dich die ganze Nacht hin und her gedreht. The next day you performed poorly at work. Am nächsten Tag warst du echt scheiße bei der Arbeit. Wegen dem Schlafmangel und dein Boss hat dich gefeiert. Diese Optionen, die sind alle nicht so geil. You fell into a deal, du hast Depressionen gekriegt. Depressed slump causing your friends and family to tire of your new constant. Das Wort kenne ich auch nicht. One by one, they stopped. Und auch die Familie und Freunde haben sich auch von mir abgewandt und nach und nach haben die sich alle nicht mehr gemeldet. Hättest du doch mal frittierten Eierreis gegessen. Ja, okay. So, jetzt habe ich noch. Jetzt muss ich irgendwie, denke ich, die Polizei dazu kriegen. Also einfach nur, weil ich hungrig ins Bett gegangen bin. Also niemals hungrig ins Bett gehen. Ich gehe jetzt direkt mal zu Fuß dahin. Vielleicht folgt er mir dann nicht mehr so oder wie. So, nee, ich muss ja erst in the kitchen und dann wieder. Hallo? Look for food. Ja, das China-Restaurant, ja, das könnte lecker sein. Ich möchte auch Eierreis jetzt. Ach nee, ich wollte ja nicht mit dem Auto fahren. Achso, ich habe die Taschenlampe nicht mitgenommen, die sowieso nichts bringt. Also. Kann ich nicht. Okay. Wie kriege ich die Polizei dazu? Den aufzuhalten. Okay, riskieren wir es mal. Wir haben jetzt zwischendurch auch Musik hier. Da parken. Stopp. Halt, stopp. War der schon die ganze Zeit da? Ich seh dich. Habe ich den vorher auch schon da gesehen? Alter, was ist denn jetzt hier los? Die waren doch vorher nicht hier. Ich habe doch vorher auch geguckt, oder? Hallo? Hey! Wie bunt bist du denn bitte? I've not seen you around here. Ich habe dich vorher noch nie gesehen. Warst noch nie in der Gegend. Das ist verrückt. Oh Gott, meine Augen gepickt. Du hast eine schlechte Zeit dir ausgesucht.
someone turned up there. Ja, da ist just letzte Woche ist eine Frau hier tot gewesen. Wie, was ist denn passiert? I don't know that he, ich weiß nicht so genau. Just over here, ich habe das nur so nebenbei mitgekriegt. Ihr Körper wurde irgendwo hier im Dorf draußen gefunden. So ein bisschen ekliger Stuff hier. Aber hey, das Leben geht weiter. Ja, was stand da zum Schluss? Wild times, you know. Ja, und was machst du hier? Hallo. Du warst doch vorher nicht hier. Kann ich bitte auch? Vielleicht brauche ich dann keinen frittierten Reiskorken. Ich sehe dich. Muss ich aber hier einen anquatschen? Vorher? Ich guck mal, das kann man doch bestimmt auch essen. Ja, hallo. Ja, ja, wir kennen uns jetzt. Witcher Totemalia. Warum soll ich denn draußen vorsichtig sein? Ja, das sind die schlimmen Gerüchte und so, ne? Wow. Nothing beats my home. Blend of course, it's a real knockout. Der Kaffee hier ist aber eine gute. Achso, es geht um Kaffee. Also vielleicht muss ich ja auch zu ihm latschen. Nee, nix. Huch. Ich hab doch gar nicht Alexa gesagt. Geht hier auf einmal los. Nee, er steht immer noch da. Hm. Ja, dann bitte den frittierten Reis. So, und du sagst mir jetzt mal hier, was ist dein scheiß Problem? Warum ich? Wo hast du da hinten gestanden? Du bist noch da. Bietest du jetzt was anderes mit mir? Nein. Der ist auch noch da. Irgendwas muss das doch zu sagen haben. Jetzt die Polizei rufen ist ja auch Quark, weil es ist ja noch gar nichts passiert. Ich kann nicht laufen. Also das Einzige, was mir jetzt einfällt, ist, wenn das mit dem Reis da auf dem Auto passiert ist, dass wir dann zurückfahren, hier parken und da telefonieren. Nein, okay. Oder dass halt irgendwo das Haus von dem Kerl ist, weil der wohnt ja irgendwo mitten im Wald. Warte mal. Warte mal. Hier ist. Wie komme ich denn dann dahin? Vielleicht steckt er auch mit dem anderen unter einer Decke. Vielleicht kann der uns auch helfen, wenn die Polizei schon nicht kommt. Hier ist doch geparkt. Los. Das ist eine Lampe. Oh, ich habe gerade schon gedacht. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, das passieren andere Dinge. Sollte ich vielleicht einmal kurz nachgucken, bevor wir es nochmal spielen müssen? Ja, ich gucke einmal nach. Later. So. Es gibt tatsächlich 8 Enden. 8
War ich denn jetzt hier beim Zahlen, ne? Guck mal, wie ich mir das alles jetzt gemerkt habe. Das ist das Letzte, muss ich mir jetzt gleich noch angucken. Acht Enden, ja, ich habe dich gesehen. Mensch, Mensch, Mensch. So, wir parken hier. Parken hier. So. Ah, guck mal, ich kann die Leertaste gedrückt halten. Ja. Danke. Achso. So, jetzt fahren wir wieder zurück. Ach, immer dieses Gedrehe hier. Ich frage mich, ob es wirklich schneller wird als vorher. Und dass man immer wieder all den ganzen Kack machen muss. Ich mag ja eigentlich so Musik, ne? Ich habe schon wieder total verdrängt jetzt, ne? Weil ich in der Musik war. Ja. Ich habe das Video mit den verschiedenen Enden jetzt nicht zu Ende geguckt. Aber kann ich hier jetzt irgendwo was machen? Okay, ich kann bis hierhin laufen. Bis dahin laufen. Ich dachte, ich könnte vielleicht zu diesem Kerl im Wald laufen. Ich könnte auch einfach mein Auto hier stehen lassen. Nee? Okay. Dann. Auf geht's, ab geht's. Und. Park. Not parked. Not parked. Packt, not packt. Da. So. Ring, ring, hallo. Ja, schnell, schnell, schnell. Ja. So, da ich ja nicht mit dem Auto fahren sollte, ne? Haben wir eine ganz super Taschenlampe. So, und jetzt passt auf. Ganz spektakuläres Ende kommt jetzt. Guten Tag. Weil er läuft uns ja gar nicht hinterher. Er geht ja zu uns nach Hause. Dann könnten wir eigentlich auch mal gucken, was er so tut. Oh. Oh, da, 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 da. Entschuldigung. Ich stand wohl zu nah dran, aber okay. Geschnappt wegen neugierig sein. And keep the watchful eye on the strange man and he didn't like it. Du hast ein Auge auf den fremden Mann geworfen und das mochte er nicht. Nachdem er dich umgebracht hat, he peeled your eye, hat er dein Gesicht abgepult. Und hat es als Maske getragen. He lived out the rest of his life. Ja, ich weiß nicht, ob das so lange hält. Er hat den Rest seines Lebens gelebt als ich. Also so getan, als wäre ich. Your friends
And family never questioned your voice. Weh, der ist auch zu Freunden und Familien gegangen mit seiner neuen Stimme. Also, mit, also weil er, ja, egal, ihr wisst schon. No strange smell of rotting flesh that followed you around. Hat keiner von, was habe ich denn für Freunde und Familie, die das nicht gerochen haben? Whenever the strange man is invited out to eat, he always ordered the same thing. He chuckles to himself as he eats his delicious egg fried rice. Jedes Mal, wenn er eingeladen ist zum Essen, dann bestellt er immer dasselbe und lacht dann, weil er immer diesen frittierten Eierreis isst. Gut, und nochmal. Bald habe ich keine Lust mehr auf frittierten Eierreis. Und auf ein neues, oder kann ich dieses, kann ich das nicht nochmal irgendwie? Ich kann ja mal den Filter anmachen. Nix im Kühlschrank. Oh, ein Flyer. Auf zum Auto. Und Teta, er reißt die 100. Konnte man nicht auch R drücken, um das Auto nochmal zurückzusetzen? Ja. Oh, so. Jetzt bin ich nämlich in der richtigen Richtung. Das hatte ich erhofft. Was esst ihr denn gerne vom Chinesen? Ich habe immer süß-sauer Hühnchen gebacken. Meistens heißt es, warte, ist es gebacken mit diesem Teig drumherum? Es ist ja nicht paniert, ne? Weil das ist ja keine Panade, es ist ja so ein Teig. Voll geil. So, ich hole ja Geld, ne? Und so mag ich nicht unbedingt Ananas, aber auch die gebacken. Da ist auch dieser Teig drumherum. Ich habe schon wieder vergessen, dass wir an dem Punkt sind, wo er da guckt. Aber gut, wenn er die Abkürzung da kennt, durch den Wald, warum auch immer das so fix geht dann. Dann ist es ja kein Wunder, dass er schneller da ist. Hallo, wo ist mein Reis? Welcher Reis? Ja, keine Ahnung. So. Jetzt gehen wir wieder mit unserem Auto nach Hause. Eigentlich ganz entspannt, die Musik. Und gleich bin ich wieder zu unkonzentriert und erschrecke mich wieder. Achtung, jetzt gleich macht's wieder Puff und Puff. Nein. Aber hier. Puff. Hä? Warte mal. Habe ich? Ich habe den Reis nicht mitgenommen, oder? Scheiße, ich habe den. Ich glaube, ich muss das für euch mal schneiden. Und sie sagte noch: Vergiss deinen Reis nicht. Ich sagte im ersten Versuch niemals. So, jetzt aber. Und was hier? Puff, nein, nicht in der Kurve. Auch nicht hier in der Kurve, ne? Hier aber. Puff. Was? Was ist hier los? Was ist das denn? Ah, ich fahr schnell.
frage mich immer noch, was ist das für ein schwerer Reis, dass der die Windschutzscheibe kaputt macht? Sie reißt. Oh, das Telefon klingelt. Oh, wollen Sie einen Keks? Na, soll ich einen Keks holen oder nicht? Ja, wir gehen nämlich. Aber nicht mit dem Auto. Schneller, schneller, schneller. Guten Tag. Oh. Was ist das eigentlich für ein Zettel? Seht ihr was? Da habe ich nichts drüber gelesen, aber soll das einen nur erschrecken? So, und zwar. Wir gehen jetzt hier rein. Oh, toll, freies Bier, ne? Und die sind ja beschäftigt mit Sauermachen. Und jetzt weiß ich auch, warum ich den Küchenchef reinziehen konnte, weil... Oh mein Gott! Sie sind tot. Das ist nicht gut. Und jetzt gehen wir nämlich schnell die Putzelei angucken. Wenn ich es richtig gesehen hatte, gab es noch ein anderes Ende mit Polizei. Wir könnten auch unsere Ex-Freundin angucken. Criminal Investigation. Die Polizei kam und hat deine Zeugenaussage aufgenommen. Oh, Experience took hours. Das Ganze hat Stunden gedauert und war extrem stressig. And when I drove you home, you noticed that your door was open and your house had been broken into. Als die Polizei dich nach Hause gefahren hat, ist dir aufgefallen, dass deine Tür offen war und dein house had been broken into und dass er da eingebrochen wurde. The police went inside and found a strange man hiding in a corner. Die Polizei hat den komischen Mann gefunden, der sich in der Ecke versteckt hat. He acted very casual, but they arrested him for murder. Er hat sehr, ganz normal so getan, aber sie haben ihn wegen Mordes festgenommen. The worst part was that while waiting for you to return home, the strange man, während der gewartet hat, dass wir nach Hause kommen, hat der komische Mann unseren frittierten Eierreis gegessen. Unfassbar. Also so oder so sind wir immer schlaflos, weil wir nicht essen konnten. So, es gibt noch ein Ende. Ich schaue noch mal eben. Noch zwei. Achso. Es gibt noch zwei Enden jetzt. Dann haben wir es gleich. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich da zwei Folgen draus mache. So, zwischendurch werde ich was rausschneiden und habe ja auch kurz was geguckt. So bin ich jetzt fast bei 1 Stunde 30. Mit rausschneiden eine Stunde. Jetzt noch was dabei. Bestimmt wieder als 30. Ich guck mal. Lasst euch überraschen. Musik. Jetzt ist die Autofahrt doch ein bisschen langweilig mittlerweile. Wir kennen den Weg ja. Aber ich bin fasziniert, dass Leute aus so Pixelspielen doch so viel machen können. Ne? Gott, da habe ich mich jetzt erschrocken, weil da war ich nicht drauf vorbereitet. Niau. Lass mich in Ruhe. Ich frage mich, ob sowas lange dauert. Also ich habe ja nur mal so mit RPG Maker rumgespielt. Ne? Und das fand ich ja schon, also na, wenn man genau weiß, was man da tut, okay. Ich habe das nicht ganz so getan. Aber welche Programme es da mittlerweile gibt und ob das
schneller geht als früher. Oh, das war fast eine Punktlandung. Nur fast. Ja, da ist Geld drin. Ja, supi. Kann ich nicht eigentlich jetzt schon zu Fuß laufen? Nein. Ich will nicht laufen. Ja, vielleicht wirst du dann müde, wenn du mal läufst. Krass sein, dass der Fußweg kürzer ist als der Autoweg. Und der, also ich meine, ich habe ja keinen Orientierungssinn, ne? Aber der ging doch so im Kreis im Slalom, der zu Fußweg. So, dass man das gar nicht sagen kann, dass das so richtig ist, aber ne. Ich werde nach diesem Spiel googeln, wie frittierter Eierreis geht. Nimm deinen Reis mit diesmal. Ich werde jetzt das vorletzte Ende ja machen. Und das letzte Ende. Ja, ich habe mich nicht erschreckt. Das letzte Ende wird das gute Ende sein. Das heißt, ihr müsst bis zum Schluss gucken oder halt spulen. Das wäre schummeln. Um das letzte Ende zu sehen. Oder das gute Ende. Wo wir endlich den Reis auch essen werden. Oder? Beziehungsweise, ich weiß schon nicht mehr, was ist passiert, als ich das gedrückt habe. Ach so, er hat sich halt gefragt, so. Licht. Es ist immer noch arschdunkel. Was wäre gewesen, wenn? Und das hat ihn deprimiert und bla, die blub. So. Junger Mann. So, vielen Dank. Ja. Ja, wir machen sauber. Mhm. Ist dem auch so? Mhm. Und da wir jetzt eins und eins zusammenzählen werden, aber nicht. Nicht von hier aus die Polizei rufen. Obwohl ich das ein bisschen sehr umständlich finde jetzt. Ah, okay, nee, das geht ja auch nicht anders. Also ich werde euch gleich zeigen, was ich meine. Ich dachte nämlich, unser Telefon wäre hier am Eingang. Ist es aber nicht, ne? Nee, ist nur der Glückskeks, ja? Nee, den essen wir nicht. Weil wir wissen ja, er ist ja hier. Badam. Er bewegt sich nicht. Ich laufe einfach mal. So, wir wissen ja jetzt, er ist da. Also. Wieder zurück, Marsch, Marsch. Und ich dachte halt, das Telefon wäre im Eingang, sodass wir auch hätten eigentlich direkt dahin gehen können. Aber nein, das Telefon ist ja direkt neben der Küche. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er uns verfolgt, aber ich glaube nicht. Das habe ich zumindest nicht im grob drüber spulen vorhin gesehen. Die Polizei ist zu deinem Haus geeilt, nachdem du sie angerufen hast. Die Haustür war offen.
Open when they arrived and they spent the next. Und die haben eine Stunde gebraucht, um dein Zuhause zu durchsuchen. Aber sie haben nichts gefunden. I think the murders at the takeaway, they determined that. Nachdem die, die Morde beim China-Restaurant da untersucht haben, glauben sie, dass der komische Mann genau der gleiche ist, der auch in dein Zuhause gekommen ist und so. Strange man was never, der komische Mann wurde niemals identifiziert und wurde niemals gefunden. Noch schlimmer, while in your homes ist, und während er bei uns zu Hause war, hat er meinen frittierten Eierreis gegessen. Egg fried rice oder frittierter Eierreis. Ich hoffe, ich sage es nicht falsch, es tut dann leid. So, jetzt ein letztes Mal. Ich wollte nur kurz was aufnehmen, ne? Kurz. Es ist übrigens Sonntag und es ist 2:30. Mittags, nicht nachts, sonst würde ich viel mehr gehen. Es wird langsam wärmer hier drin, wir sind jetzt bei 24 Grad. Ah, hey, mein PC hält durch und nein, ich habe ihn immer noch nicht sauber gemacht. Vielleicht war es auch einfach nur das Spiel. Ich habe gerade nicht so aufgepasst. Mache ich das richtig? Ja, ne? Go to the takeaway. Ich werde immer besser mit dem Einparken hier. Hallo. Ein frittierten Eierreis, ja. Hallo, tschüss. Das klingt immer so ähnlich wie Lieder, die man kennt. Oder ich. Aber nicht 100 Pro. Ich wollte nicht so lange hier sitzen. So. Aber wir machen gleich das gute Ende. Na, komm schon. Obwohl ich vorhin ein Brötchen gegessen habe, ein dickes Brötchen mit Avocado und so, habe ich jetzt wieder Hunger, weil es hier die ganze Zeit um Eierreis geht. Nee, ich gehe auch nicht in die Küche. Ich brauche Geld, ne? Ja. Find your money. Money. Look at Eierreis. Kann ich auch dagegen fahren und dann erdrücken? Ja. Oh. Ich hoffe, ich habe das auch noch alles richtig im Kopf jetzt hier. Na? Jetzt kriege ich hier nicht mehr geparkt. Hä? Ist mir das vorher nicht aufgefallen? Hier, schnell, steig aus. Hi. Hey. Got a favor to ask you? No. Wir brauchen ein paar Pennies für den Bus. Friends help each other out. Freunde helfen sich, ne? Ja, du kriegst mein letztes Geld. Danke, du bist ein Superheld. Es werden Songs über dich geschrieben werden. Aber hier, Kopf hoch, ne? Aufpassen. Some creepy dude went running after your car when you left earlier. Der sagt mir das. Ein komischer Kerl ist hinter deinem Auto hergerannt, als du vorhin gefahren bist. Er hat mir komische Vibes gegeben, weißt du? Immer schön die Augen offen halten. Was? And I don't even know if the bus... Ich weiß nicht mal, ob der Bus so spät noch fährt. So, und sie sollten auch auf sich aufpassen hier. Der ist mir nie aufgefallen. Oh, meine Stimme geht schon weg, ey.
bin es nicht gewohnt, so lange am Stück zu labern. Habe ich auch meinen Reis, ja. Und peng. Da muss ich gucken. So ein Scheißdreck hier. Ich fahre nach Hause. So. Und zwar das gute Ende. Oh nein, das Telefon geht, da müssen wir doch rangehen. Aber wenn wir wissen, was der andere sagt, dann werden wir uns ja mal fragen, was wäre gewesen, wenn wir dieses Freibier einfach geholt hätten. Ja, ich bin am Weg. Ich bin am Weg. Oh. Oh. Es ist einfach vorbei. Okay. Dann essen wir. Ein erholter Nachtschlaf hier. So. Your egg fried rice really hit the spot. After finishing it, you went to bed and fell straight asleep. Also, das war geiler Scheiß, dieser Reis. Geiler Scheiß, dieser Reis. Das war nicht beabsichtigt, okay. Nachdem wir fertig waren, sind wir ins Bett und sind direkt eingeschlafen. So geht's mir auch, aber das ist nicht gut. Essen und direkt ins Bett. The next morning you felt more refreshed than ever. Am nächsten Morgen fühltest du dich frischer als überhaupt jemals. Wenn man vorm Schlafen gehen, was ist dann? Nee, eigentlich nicht. And were inspired to leave a good review of the takeaway. Und wir haben, waren inspiriert, eine gute Bewertung für das China-Restaurant zu machen. Deine Bewertung hat hunderte von Kunden erreicht und so pleased that they ask you to star in a commercial for them. Was das China-Restaurant hat gefragt, ob ich in einer Werbung für sie mitspielen möchte, weil sie so davon begeistert waren, weil das ja so viele Leute erreicht hat. You became a local celebrity. Wir sind eine lokale Berühmtheit geworden. And now when you go to town, adoring fans always ask you to pose for pictures next to a large portion von... Okay, und jetzt, wenn wir in die Stadt gehen, bieten uns die Fans an und fragen uns, ob wir für ein Foto posieren können, neben einer großen Portion frittierten Eierreis. So, das war's. Ich schaue einmal nochmal auf mein Telefon hier. Ich habe das Video noch offen. Es müssten jetzt 8 Enden gewesen sein. Wenn nicht, dann habt ihr Pech gehabt. Dann gebt das Spiel bei YouTube ein, da findet ihr das Video, was ich auch geschaut habe, zum Schummeln. Da wäre ich im Leben überall nicht drauf gekommen. So, dann Dankeschön fürs Zuschauen. Und ich werde mir dieses Rezept raussuchen. Hoffentlich schmeckt das. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.